Bezüglich der Passage zu Augustinus haben auch wir etwa dreimal vielleicht in Träumen ein ähnliches, wie soll man sagen, Seins- oder Offenbarungserlebnis gehabt. Zum Beispiel in einem Traum herabkommen von einer Höhe auf einen Platz, also in einer imaginären Welt sich befindend mit vielen Dingen. Auf diesem Platz stand ein riesiger Baum, eine Art Yggdrasil, ein Weltenbaum. Und dann tauchte man hinab unter die gepflasterte Ebene in eine Höhle bzw. in ein riesiges Rhizom, ein Wurzelgeflecht, das universal komplex war, immens groß, unvorstellbar ausgedehnt, verschlungen und gleichzeitig, so wie Freud sagt, es kann nicht anders sein, als dass alles mit allem übereinstimmt. Es war nichtsdestowohl, wir haben es beschrieben als flächig, als oberflächlich, nämlich es war gleichwohl mit einem einzigen Blick zu übersehen. In einem anderen Traum war es ein vollständiger Roman von mehreren hundert Seiten, der in sich wie eine gute Kriminalgeschichte verschachtelt, verschlungen, komplex, verwickelt war, in sich gebeugt und gleichwohl genial in allen Einzelteilen konstruiert, sodass alles auf alles wechselseitig verwies und also nichts anderes sein konnte wie in jeder Traumdeutung, dass am Ende sich das Ganze öffnet als etwas, das determinativ nicht anders gewesen sein kann als so, trotz seiner Überdeterminiertheit, weil nur jenes kleine Schlüsselmoment das Bild in den richtigen Text übersetzt. Also dieses Wurzelgefecht ist von ungeheurer komplexer Ausdehnung, eben als das Bildnis von Gott, dem Unbewussten selbst, das gleichwohl in einem einzigen Augenblick, in einem einzigen Wimpernschlag flächig gleichzeitig erfasst werden kann, übersehen werden kann, also plattflächig einfach ist. Versucht man es nach dem Aufwachen niederzuschreiben, würde man im Ticken der Zeit in diesem Wimpernschlag den fertigen Roman nicht schreiben können, denn er verschwände sofort. Aber im Moment des Traumes ist das Evidenzerlebnis, dass das überall gleich ist, überall miteinander verwoben, überall determinativ nicht anders sein können, also ganz eben geschlossen, vollkommen, absolut, unendlich ausgedehnt, und zwar, dass es dennoch nicht den Gedanken einer Grenze, einer Perspektive, eines Raums benötigt, sondern diese sicherlich als mehrdimensional wahrgenommenen Strukturen dennoch geschlossen, flächig in sich übereinstimmen. Das ist noch nicht ganz das, was Freud wohl gesehen hat, über den wir gestern ein Video gesehen haben, das zitieren wir aber gleich als Videozitat, als er an Vlies schrieb in seinem berühmten, ich glaube dem 53. Brief, über die Tatsache, dass ihm nun auf einen Schlag alles bewusst geworden sei. Alles, was die Verdrängung betrifft, alles, was die Struktur des Traums betrifft, alles, was das Verhältnis von Bewussten, Vorbewussten, Unbewussten betrifft, vielleicht noch nicht die Traumarbeit, die später kommt und so weiter. Aber das ist das, was dann vermutlich mit dieser mystischen Erlebnis der Lichtmetapher gemeint ist, tausendmal heller als die Sonne und dennoch nicht blendend. Das sind metaphorische Umschreibungen der Erkenntnis dieses Lichts. So ist das millionenfach größer als der Bildausschnitt, den ich momentan sehe. Die ganze Welt, das ganze Universum ist in einem Wurzelgeflecht verwoben miteinander und dennoch verständlich auf einmal. Das Wurzelgeflecht weist darauf hin, dass das keine bildliche Struktur ist, sondern dass es die Rückübersetzung
auf die Struktur bedarf, nämlich mit unseren Mitteln der Darstellbarkeit die Übersetzung vom Bild Rebus in den sprachlichen Text nach dem Aufwachen.